Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Ja, die erste Folge nach der großen Pause. Und ich habe jetzt hier kurz wieder drauf geschaut und weiß wieder, wo wir hin wollten. Wir wollten den Raumhafen hier, oder Weltraumhafen bauen und designen. Da muss ich jetzt aber ernsthaft überlegen, wie wir das am schlauesten alles machen. Immerhin ist es ja eigentlich ein riesiger Raumhafen. Ich überlege, ob ich hier eine dreispurige Straße so lang ziehe. Dann haben wir hier einen schönen Anschluss. Oh Gott, was ist denn heute mit dem Lex los? Heute spinnt das Spiel wieder. Und jetzt müssten wir rein theoretisch, nehmen wir mal hier das hier so. Dann hier so. Primary zurück. Dann machen wir hier so lang die andere Straße. Ach, da steht was im Weg. Warte mal. Verschieben. Ich mache so dreispurig, weil so ein Raumhafen muss ja eigentlich viel Space haben, oder? Noch so kleine Sträßchen am Gelände entlang führen. Warte gerade. Wie so Kontrollstraßen, die außen am Gelände lang führen. Und noch so einen Schutzperimeter darstellen. Dann machen wir hier noch so eine einspurige Straße durch. Hier muss ja noch überall so ein bisschen Werkfläche sein, wo die Leute arbeiten können, ne? Dann brauchen wir natürlich noch einen Stromanschluss. Und das Ganze. Es braucht natürlich auch ein eigenes Umspannwerk. Das bringen wir hier gleich mal so seitlich an. Und dann kriegt es unterirdisch eine Leitung. Und dann kann die auch so schön mittig durchführen. Und bis hier runterführen. Gut. Dann brauchen wir natürlich noch einen Wasseranschluss. So, warte mal. Das ist Hauptcity. Hauptcity geht bis hier hin. Sind die zwar nicht verbunden, doch sind sie. Autobahn entlang. Alter, der Sound ist wieder heavy. So, und jetzt brauchen wir hier eine sechsspurige Straße. Soll ja so einen epischen Effekt rein theoretisch haben. Gelände zu steil. Hier vor.
Dann brauchen wir die dreispurige Einbahn. Also setzen wir das noch ein bisschen zurück, dann können wir das besser behandeln jetzt. So. Gott, ich hab ich denn die Entschuldigung? Gut. Perfekt. Alter, warum ist diese Musik eigentlich immer so brutal laut? So. Frage ich mich schon die ganze Zeit. Haben sie seitdem ich das letzte Mal was gespielt habe geändert? Nope. Müsste ja verständlich sein. Gut. Dann ist das das Headquarter-Gebiet. Und kriegt eigentlich am besten hier oben Office-Buildings hin. Brauchen wir Office aktuell? Nee, ne? Schau, jetzt müssten die ja eigentlich einen kompletten Anschluss haben. Auch Abwasser. Wie Abwasserrückstau. Oha, okay, Abwasserrückstau hatte ich auch schon noch nicht. Dann gibt es halt noch ein paar Abwasserkanäle, die sich hier anbinden. A driving advisory has been issued for the immediate area. Bedeutet, jetzt müssten wir keinen Rückstau mehr haben, oder? Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service. Die Rakete steht jetzt sogar diesmal richtig. Jetzt bin ich mal gespannt. Rein theoretisch müsste das hier Gebäudeeffizienz minus 200. Weltraumrakete auf Kurs. Die startet auch noch nicht, die steht da nur. Oder warten die noch auf Mitarbeiter? Ich glaube, das, ne? One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. So, ja, relativ. What we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, Professor. It is a question of priority. Da würde rein theoretisch auch noch eine. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know. Das sollte ja relativ gut passen. Können wir jetzt hier? And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than have to start thinking about it all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Dann führen wir hier auch noch eine Straße durch. Wir haben hier draußen ein schönes kleines Gärtchen. Und dann hier vorne noch ein Sträßel ran. Wieder so ein bisschen hier so gebogen. Gut. Und hier vorne hätte ich dann gerne auch noch sowas. Das soll einfach eine schicke Area sein. Die sich hier ergibt. Und hoffentlich das als Arbeitsplatz auch relativ attraktiv designt.
eine Straße dran. Überall so kleine verzweigte Sträßchen. Jetzt muss ich mich bloß mal um die ganzen Fußgängerüberwege kümmern, die extra gebaut wurden. Wie der hier, den braucht keiner. Dich braucht auch keiner, dich auch nicht. Und dich auch nicht. Und dann gehen wir mit dem Geländebau mal hier rein. Schauen wir uns doch mal hier die Gegend an. Darf ich nicht platzieren. So. Schaut jetzt zwar nicht perfekt aus, aber für eine meiner ersten wirklichen Designs denke ich gar nicht mal so schlecht. Terraforming. Haben wir denn echt nur so wenig? Gepflegter Busch. Ich hätte gerne keine Büsche, ich hätte gerne Pflanzen. Gepflegter Blumenbusch. Blumen hätte ich gerne. Warum kriege ich denn hier nur eine Eiche rein? So, okay. Ich habe ein bisschen viel noch zu designen am Ende, ne? Hoppala. Arbeitet jetzt mittlerweile jemand hier? Nee, ne? Nicht eine Person arbeitet hier. Achso, ja, wie auch? Hier staunen sie sich auch schon wieder. Ich brauche ja erstmal eine Abfahrt, ne? Sonst geht das ja gar nicht. So, warte mal, ich habe doch hier die Abfahrten freigeschaltet. Also aktuell nervt nur kurz der Strom. Aber den kann man ja schnell umsetzen. Wir gehen hier einfach ein bisschen vor. Bis hierhin. Hierhin. Unterirdisch schließen dich hier an. Und reißen dann die Verbindungen raus. Sollten eventuell nicht hier anfangen rauszureißen. So, und dann sollte die Verbindung auch wieder stehen, oder? Er zeigt es bloß nicht an. Okay, auch okay. Dann kann ich diese Auffahrt hier platzieren. So, komm, sitz doch ein bisschen. So, okay, dann müssen wir noch die Autobahn umbauen.
Dann brauchen wir hier kurz dreispurig. Als Abfahrt und als Auffahrt. Hier drüben und hier auch noch. So, warte mal, dann müssen wir dich hier nochmal ein bisschen reißen. Weil wir ziehen jetzt hier noch schnell die zwei Spuren. Und expanden die dann nochmal. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Eigentlich hätte ich gedacht, wir lassen die, den Teil der zweispurig, aber okay. Dann halt nicht. Gott, jetzt scheint es wieder zu passen. Gott. Und dann müssen wir in eine sechsspurige Straße zwischen euch passen. Mit der ich von da vorne komme. Bedeutet, wir fahren erstmal mit der einen Spur hin. So, und dann schauen wir, was passiert. Geben wir ein bisschen Gas. Und vielleicht müssen wir die Autobahn hier auch nochmal designen, weil irgendwas... Ist das ernsthaft der Kreisel hier, der das Problem macht? Und das ist der Fortsetzer von der Straße in Zukunft. Uff, tschau, tschau. Dann sollten wir eventuell die andere Seite auch auf vierspurig upgraden. Wenn der Verkehr schon so crazy wird. Beziehungsweise auf vierspurige Schnellstraße gleich besser. Damit verlagern wir wahrscheinlich auch nur das Problem. Warum tut ihr euch hier immer so ummodeln? Ihr wisst doch, wo ihr hin wollt, oder? Das kann ja nicht so schwer sein. Gut, wie schaut's hier aus? Mitarbeiter mittlerweile erhalten? Nope. Weil wahrscheinlich zu weit weg. Vielleicht müssen wir dann doch dann hier irgendwo noch eine Zugstation oder sowas hinbauen. Immerhin ist es halt schon weit weg, aber auch nicht so weit. Eieieiei. Jetzt staut ihr euch hier vorne, weil ihr hier nicht... Wo wollen denn die alle hin eigentlich? Okay, wait. Wir machen das jetzt immer ganz, ganz anders. Wir löschen die ganzen Sachen hier weg. Dann hat sich das Ganze hier gegessen. Ich bin gespannt, ob sie dasselbe auch noch hier drüben versuchen jetzt wahrscheinlich. Aber ich vermute es. Bis jetzt schaut es ja so aus. So, wir machen hier mal eine ganz kurze... Wir machen dann hier draus...
Einfahrt. Löschen alle Gebäude bis hier hinweg. Und dann hat sie das. Dann können die nur noch rein. Kommt keiner raus. Dann hat sich das jetzt gegessen. Am Rand anbauen, ganz, ganz schlechte Idee. Die kommen auf dumme Ideen, warum auch immer sie hier erst abfahren wollen für ihren Verkehr nach draußen. Jetzt hat halt die Stadt eine geupgradete Straße. Kann ich die jetzt auch noch hier rein, theoretisch sagen, ich sehe dich auf vierspurig. Aber wird wahrscheinlich, denke ich, langsam. Ist noch zwar viel Verkehr, aber es schaut gar nicht so schlecht aus. Vor allem denke ich, langsam werden sie sich umentscheiden, wo sie lange fahren wollen. Our story this hour. Kim is unseen outside an abandoned building. That's right, Jim. This decaying shell is a symbol of the industrial decline sweeping the city. People are being laid off. The industrial sector is on the verge of collapse. And worryingly, crime is on the rise. Thanks, Kim. Always Warum ist crime on the rise? Not to mention collapsing buildings. We'll have more after this. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. In den Außenbezirk wird die Polizei. Das Polizeihauptquartier jetzt mal angebracht. Und dann kriegt das auch gleich mal ein zusätzliches Gefängnis. Da kann ich sogar mehrere von bauen. Eine Fahrzeuganwertung und ein Helipad. Wie viele Fahrzeuge haben wir jetzt hier? 21 sind auf Streife von 31. Oh, wir haben wieder Winter. Wait, hatten wir schon mal Winter? So. Und dann schauen wir doch, dass langsam das Gebiet hier sich auch erweitert. Nein, 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 wir machen das schön per Hand. Gut. Weil dann wächst es Stück für Stück nach außen. Ich hätte nicht gern so hier so eine Hafenseite oder sowas später gebaut und vielleicht den Kanal gestraightened. Wir müssen uns noch was mit den Fahrzeugen überlegen in dem Fall. Und immer noch 2 Millionen plus Verkehr, also haben wir eigentlich noch gut Spazi, wie man so schön sagt. So gute Spazi. Aber ja, das sollte ja... Oh Gott. Mit hoher Qualifikation mangelt es bei denen. Aber liegt es daran, dass hier wenig drin sind? Wie viele Angestellte? Auch weniger. Offene Stellen, vor allem sehr gut ausgebildete offene Stellen sind noch viele da. Das könnte natürlich ungut sein. Schüler sind hier 300, hier sind es 44. Rathaus. Effizienz liegt bei 112%. So sind wir in unseren ganzen Schulen. Höhere Schule voll ausgelastet. College ist gut ausgelastet. Unsere Grundschulen, das ist halt brutal. Ich weiß ja nicht, wie viele Grundschulen die haben wollen, aber wenn ich jetzt hier mal auf Grundschulgebäude gehe, ich glaube, ich kann da locker nochmal eins reinpacken aktuell. Locker, aber ich sag dir eins, die Grundschule, die kommt jetzt hier hinten ins Dorf.
Das ist die Dorfgrundschule jetzt. Die kriegt jetzt hier oben einen schönen Platz. Wie voll ist die? Natürlich auch mit den direkt wichtigsten Anbindungen. Hier im Gebiet. Man bräuchte eine größere Grundschule, ganz ehrlich. Also die ist sehr mini. Ich kenne größere Grundschulen. Vor allem, wenn du in so einer City lebst, dann ist es ja... Wie viel leben hier drin? Allein 18 Kinder in dem Gebäude drin, ne? Das ist schon wieder was. Aber was können wir denn noch... Habe ich hier noch irgendwas frei? Ich glaube, die 12 Punkte, oder? Ne, das ist Stufe 12, warte mal. Sechsstellig. Erreiche eine Einwohnerzahl von 100.000. Überall hin. Betreibe 20 aktive Transportlinien, wobei sowohl Passagiere als Güterverkehr zulässig sind. So groß wie Golfbälle. Erlebe einen Hagelschauer. Auf und davon. Baue einen Flughafen. Dort, wo das Licht hinfällt. Schalte 150 Karten für den einzigen Erdstadt an. Den Ton angeben. Sorge dafür, dass gleichzeitig 5 Stadtbestimmungen aktiv sind. Okay. Breite Vielfalt. Erstelle 10 verschiedene Bezirke in einer einzigen Stadt und weise jedem davon Bestimmungen zu. Okay, ich glaube, ich habe es irgendwie... Das, was ich gerade bekommen habe, finde ich die Steam-Errungenschaft. Das Steam... Steam-Errungenschaft scheint ja gar nicht schlecht zu sein. So, aber... Leute, ich sehe gerade, die Zeit ist mir schon ausgelaufen heute. Aber wir haben wenigstens das Gebäude hier angebunden schon. Wir müssen hier draußen noch was machen. Ich werde diesen alten Friedhof als wie so ein Warnmal will ich das... Ich will hier so viele Sachen... Warum? Hey, ich habe gesagt, bewege das bitte... Hierhin. Und euch? Können wir eigentlich irgendwie hier so hinstellen, ne? Gut. Weil dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Stadtbau mit Raxamus, eine Stadt, die wächst, mit, wie es ausschaut, ganz viel Toten aktuell. Aber das wird sich auch noch alles wieder ausbalancieren. Aber irgendwann muss das hier funktionieren und dafür gleich braucht man ein ganz gutes Transportsystem. Ich bin nur noch beim Überlegen, was gut wäre. Eine Stadt wäre eine Straßenbahn schön, sonst wäre es eine U-Bahn. Aber ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao. Ooh.